Ey, weißt du was? Wir müssen mal irgendwie die Mädchen reinlegen. Ja, genau. Meine Oma kauft sich immer Rizinusöl, weil sie nicht so richtig austreten kann. Wir könnten ja mal versuchen, die Mädchen damit zu ärgern. Können wir machen. Hey Jungs, was kann ich denn für euch tun? Also wir hätten gerne mal einmal Rizinus. Rizinusöl. Für wen soll es denn sein? Für euch? Für meine Oma. Für deine Oma? Hat ein bisschen Verdauungsprobleme? Ja. Ja? Okay, dann gucke ich mal, ob ich noch was da habe, ja? Einen Augenblick. So. Da haben wir noch ein ganz kleines Fläschchen. Und das ist jetzt wirklich für deine Oma, ja? Ja. Okay. Da haben wir das gute Zeug. Braucht ihr sonst noch etwas? Habt ihr noch einen Wunsch? Nein, das war's. Sonst habt ihr nichts. Okay. Wie gesagt, ganz sparsam einsetzen, sonst kann das nämlich ganz gefährlich werden, ja? 20 Euro macht das einmal bitte. Schön. Hi, das sind unsere Jungs aus der 6. Klasse. Ständig versuchen sie uns hereinzulegen. Könnt ihr jetzt langsam mal kommen? Ich glaube, ich gehe gleich wieder nach Hause, wenn ihr jetzt nicht kommt. Irgendwas stimmt nicht, aber was? Mhm. Ja, voll cool, dass sie uns was zu trinken anbieten. Sind die ja nicht so fixiert aufs Trinken? Hä, ist echt so. Warum haben die dabei so komisch gelacht? Bieten uns sonst nie was zu trinken. Eben, ja. Wir haben immer Ärger mit diesen tollen Männern. Schöner Tee. Sieht echt gut aus. Echt lecker. Bisschen mehr Zucker vielleicht. Ich glaube, ich bin auch Ja, ich auch. Jupp, ich komm auch raus dringend. Aber diese Magenschmerzen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Wo ist denn das Klopapier? Mist, wo ist das Klopapier? Nein! Wenn wir uns dann verstecken, also wenn wir mit den Verstecken spielen. Wenn wir sie überzeugt bekommen. Ja, 100 Pro, das sind die Jungs, hallo. Dann müssen wir uns, immer wegrennen. Die ganze Nacht lang. Ja, und dann verstecken wir uns ganz woanders oder rennen einfach weg und dann lassen wir die ganze Nacht lang suchen. Kommt doch rein. Hi. Wie geht's? Hallo. Also, was haltet ihr davon? Wir gehen jetzt im Park und spielen nach Verstecken. Was haben wir denn davon, wenn wir mit euch Verstecken spielen? Lasst euch überraschen. Okay, wir kommen dann mit raus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Na, unsere Jungs merken auch nichts. Diese Trottel. Rache ist Blutwurst. Wir suchen jetzt die anderen beiden. Und dann sagen wir denen, dass die Jungs uns fast gefunden hätten. Okay. Okay?
gehen jetzt einmal nach Hause und lassen die Jungs hier alleine. Weil sie werden uns ja sowieso nicht finden, wenn wir zu Hause sind. Und dann sagen sie morgen früh, hä, wo wart ihr denn? Und wir kommen morgen früh einfach nicht. Das kann ja noch lange dauern, bis die uns finden. Ja. Also können wir auch gleich nach Hause gehen und die Pyjama-Party machen. Ja. Gott sei Dank haben wir uns wieder vertragen. Die Jungs sind ja doch ganz cool. Echt? Manchmal. Scheiße, ich hab noch gar nicht meine Hausaufgaben. Ich auch nicht. Hast du gehört? Ja. Nun singen wir erstmal gemeinsam ein Lied. Schlagt mal eins vor. Welches wollen wir singen? Oder wollt ihr gerne singen? Seven Rings. Okay, fang an. 3, 4. Mama tanzt so gut. Und ich bring dir selbst so crazy. Habt ihr alle eure Schulsachen dabei? Aber ich sehe, du hast ja nur ein Happy dabei oder deine Mütze. Wo hast du deine Federtasche? Okay? Du hast auch keine Federtasche dabei, wie ich sehe. Vielleicht gibt dir auch jemand ein Heft. Ein Heft hast du ja, aber gerade richtig kommt auch schon was. Also wenn so viele von euch keine Federtaschen dabei haben und kein Schreibzeug, dann schreiben wir zur Strafe morgen eine Kurzarbeit. Nein. So ein Mist, eine Kurzarbeit. Es wird bestimmt morgen eine schwierige Klausur. Lass uns mal versuchen, die Lösung zu klauen. Gute Idee. Laurin teilt uns ein und los geht's. Was macht ihr beide denn hier? Nix. Ach so, na gut. Ihr holt euch ein bisschen von der Schulabend. Okay. Ach, Alexander, was machst du denn hier? Ach, ich war auch Freunde. Viele von euch hier draußen, überall. Ach, das bist du auch hier? Ja, ich mag gerne die Schule so. Ihr gefällt alle die Schule, so fällt die Schule irgendwie auf. Ihr macht hier bestimmt aber keinen Unsinn, ne? Ja, machen wir nicht. Okay, dann macht man weiter. Oh, noch jemand hier aus eurer Klasse? Habt ihr heute Klassentreffen hier? Nein, meine Mutter redet gerade mit einer Lehrerin. Ach so, du wartest. Ja, ist gut. Vielleicht klappt es ja, die richtigen Fragen und Antworten zu bekommen. Ja, Laurin, die Lehrerin kommt. Versteckt euch schnell los. Beeilt euch. Ja, okay. Tage später. Die Arbeit haben wir jetzt geschrieben. Wir alle sind sehr gespannt auf unsere super Zensur. Mir ist aufgefallen, dass jemand von euch im Lehrerzimmer war. Und ich möchte jetzt gern wissen, wer von euch das gewesen ist. Mhm.
Also wie ich sehe, habt ihr das alle zugegeben, dass ihr dort wart im Lehrerzimmer und versucht habt, die Arbeiten zu manipulieren. Aber wie ich das erzähle, werde ich das auch nicht zensieren. Schreibe ich auch einmal eine andere Arbeit. Na, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Haben wir nicht eine tolle Lehrerin?